Ob Haare, Kleidung oder die Hände, Raucher kennen das Problem, dass der Geruch der letzten Zigarette noch lange an einem haftet. Und spätestens beim Date möchte doch niemand nach Rauch schmecken oder riechen. Zeit also, sich nach Alternativen umzuschauen. Für die einen ist es der Trend schlechthin, für die anderen die beste Alternative zur klassischen Zigarette. Seit einigen Jahren sind E-Zigaretten zu einem echten Lifestyle-Produkt geworden. Die neue Technologie hat auch Jungunternehmer Thomas Bilinski fasziniert und so eröffnete er bereits 2014 in Regensburg das erste rauchfreie Ladengeschäft rund ums Dampfen und parallel dazu den Webshop dampftbeidir.de. Das Dampfen an sich ist anders, als wir es vom Rauchen kennen. Es sieht auf den ersten Blick aus wie eine Rauchwolke, die ausgepustet wird. Im Endeffekt haben wir aber ein Gemisch aus Glycerin, Propylenglykol und Aromastoffen, die dann verdampft werden. Rund 3,5 Millionen Menschen in Deutschland nutzen bereits die rauch- und tabakfreien E-Zigaretten. Tendenz steigend. Oftmals sind es ehemalige starke Raucher, die auf diesem Weg ihren Tabakkonsum reduzieren oder ihr Nikotin ausschließlich tabakfrei genießen möchten. Wir sind relativ flippig, jung unterwegs. Das bedeutet, natürlich sprechen wir eher eine jüngere Zielgruppe an. Im Tagesgeschäft merkt man aber wirklich, dass die E-Zigarette kein Alter kennt. Wer vom Glimmstängel umsteigen möchte, benötigt zunächst eine Hardware-Grundausstattung. Hierzu gehören der Akkuträger sowie ein Aufsatz, auch Tank genannt. Dieser funktioniert wie folgt. Die Funktionsweise von der E-Zigarette ist an sich eigentlich ganz simpel. Kann man sich wie eine Art Wasserkocherprinzip fast vorstellen. Man hat eine Heizspule und Watte drumherum. Die Watte nimmt Flüssigkeit auf. Durch die Hitze, die an der Heizspule entsteht, wird einfach eine Flüssigkeit verdampft. Die E-Liquids und Aromen gibt es in zahlreichen Geschmacksrichtungen und Texturen. Sie alle bestehen aus den Lebensmittelbasisstoffen Glycerin und Propylenglykol und werden um verschiedenste natürliche oder naturidentische Aromastoffe ergänzt. Die Kombinationsvielfalt ist riesig. Von Bier über Cola bis hin zu fruchtigen Sorten. Besonders cremige Kreationen wie Käsekuchen, Vanillenuss, Tabak oder süßer Marshmallow-Flavor erfreuen sich großer Beliebtheit. Bei den Geschmacksrichtungen von Liquids gibt es eigentlich kaum Grenzen. Es gibt natürlich so die etablierten Geschmäcker, die sind auch von Land zu Land natürlich unterschiedlich. In Deutschland ist jetzt beispielsweise Apfel oder Wassermelone recht beliebt. Aber ansonsten ist dem Ganzen theoretisch keine Grenze gesetzt, da es ja Lebensmittelaromen sind, die zum Dampfen geeignet sind, könnte man sich theoretisch auch ein Bratwurstliquid vorstellen. So, wird mit Sicherheit keiner kaufen wollen, aber theoretisch wäre alles möglich. Gemischt werden können die ursprünglich nikotinfreien Liquids und Aromen mit Nikotinshots. So haben Raucher die Möglichkeit, die Nikotinstärke selber zu bestimmen und diese auf Wunsch auch zu reduzieren. Aufgrund der fehlenden Verbrennung wie bei einer normalen Zigarette nimmt der Körper deutlich weniger bis kaum Schadstoffe auf. So gilt die E-Zigarette oft als gesündere Alternative zum klassischen Glimmstängel. In den meisten Fällen gelingt über die E-Zigarette auch das vollständige Aufhören mit dem Rauchen von Tabak. Die größten Vorteile der E-Zigarette im Vergleich zur normalen Zigarette, auch das, was man dann innerhalb kürzester Zeit schon an Unterschied merkt, sind sei es jetzt die Atmung, der Geschmack, der Geruchssinn. Man stinkt natürlich auch selber nicht mehr. So eine Zigarette riecht ja auch nicht zwingend gut, aber vor allem halt so die gesundheitlichen Aspekte, die man auch schnell merkt. Wenn es jetzt nur starker Raucher geht, 2 Stockwerke die Treppen hoch, so, der wird nach 3-4 Wochen schon einen Unterschied merken. Viele Leute sind auch zu uns gekommen, die starken Hustenreiz permanent hatten, der wirklich nach 2-3 Wochen einfach schon quasi weg war. Also da merkt man wirklich sehr schnell den Unterschied. Der zunächst unregulierte Markt für E-Zigaretten hat viele Discount-Shops hervorgebracht, die leider auch oft minderwertige Waren angeboten haben. Die seit 2016 geltenden EU-Richtlinien sorgen für eine einheitliche Regelung der Beschaffenheit von E-Zigaretten. Ein wichtiger Schritt, den auch das bayerische Unternehmen begrüßt. Wir achten darauf, dass Qualität an erster Stelle steht. Wir arbeiten sehr eng zusammen mit vielen verschiedenen deutschen Produzenten. Wir haben allerdings auch Partner in den UK oder in Frankreich, wo auch ein sehr großer Markt für Liquids bzw. für Premium Liquids ist. Der Großteil unserer Premium Liquid Auswahl kommt aber tatsächlich aus den USA. Die Dampfer-Community wächst stetig. Gleichgesinnte tauschen sich gerne über ihr Hobby aus. Schnell kommt da auch der Wunsch auf, seine Dampfutensilien individuell zu gestalten, da es die Geräte in vielen verschiedenen Größen und Formen gibt. Dann kann man das Ganze
unendlich ausschmecken. Man kann sich die sogenannten Akkuträger, also die Power-Einheit da unten mit 2-3 Akkuzellen und bis zu 200 Watt Leistung, sage ich mal, aufpimpen, verschiedenste Tanks benutzen, die gibt es in allen möglichen Farben und Formen für die verschiedenen Konsumentengruppen. Also es gibt Leute, die legen eher Wert auf einen sehr guten, klaren Geschmack, wollen dann ein bisschen weniger Dampf, dass das Ganze, sage ich mal, ein bisschen legerer wirkt. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die da sehr viel Spaß dran haben, die das Ganze eher wie eine Art E-Shisha betreiben, wo dann einfach riesengroße Wolken rausgehauen werden, um den maximalen Geschmack und Effekt zu erzeugen. Wer seine Liquids nach seinem eigenen Geschmack und Stärke selber anmischen möchte, kann auf eine große Auswahl an Aromen und Equipment zurückgreifen. Langeweile kommt bei den unzähligen Variationsmöglichkeiten so sicherlich nicht auf. Aber nicht nur die Produktpalette des Shops macht die Geschäftsidee so erfolgreich. Ich würde sagen, Dampf bei dir macht besonders zum einen die große Auswahl. Das war uns von Anfang an wichtig, dass man wirklich für jeden Bereich was bei uns bekommt. Aber gleichzeitig auch der Support und die Nähe zum Kunden. Also das war uns von Anfang an immer wichtig und das war auch das Feedback, das wir von Anfang an immer bekommen haben, dass die Beratung bei uns sehr gut ist und dass sich die Kunden in der Regel sehr gut bei uns aufgehoben fühlen. Das Unternehmen betreut neben derzeit 10 Franchise-Stores mit dem Namen Rauchfrei auch den Online-Shop dampftbeidir.de. Aus der Idee von Freunden ist mittlerweile ein erfolgreicher deutschland- und europaweiter Versand entstanden, der täglich hunderte Paketsendungen verschickt. Eine logistische Herausforderung, die das Unternehmen mit einem in Echtzeit synchronisierten Warenwirtschaftssystem managt. Wenn bei uns eine Bestellung einkommt, werden die Bestände geblockt und sobald der Packer das Paket verschickt hat, werden die Bestände auch dementsprechend angepasst. Heißt, es kann auch nicht passieren, dass irgendjemand was bestellt, 10 andere Leute das gleiche bestellen und wir gar nicht so viel Ware da haben. Wer sich für das Dampfen entscheidet, dem raten die Experten, neben dem richtigen Starter-Set auch auf die benötigte Nikotinstärke und den Geschmack des Liquids zu achten. Hierbei sollte stets Wert auf qualitativ hochwertige Produkte gelegt werden. Und noch etwas ist wichtig. Beim Kauf einer E-Zigarette sollte man meiner Meinung nach achten, dass es die Handhabung für den Kunden sollte das A und O erstmal sein. Es gibt so viele verschiedene Größen, Formen und für den Kunden, gerade beim Umstieg ist es wichtig, dass er mit dem Gerät gut umgehen kann. Nicht für jeden Kunden ist auch jedes Gerät das perfekte Einstellgerät. Manche Leute sind ein bisschen einfacher gestrickt, manche sind technisch versierter und sind dann auch bereit, irgendwie etwas komplexere Geräte zu nutzen. Aber die Zigarette an sich ist ja recht einfach. Man nimmt sie in den Mund, zündet sie an und da kann man nicht viel falsch machen. Und diese Einfachheit in der Bedienung muss man natürlich irgendwo auch mit der E-Zigarette bestenfalls befriedigen können. E-Zigaretten können Rauchern eine echte Alternative zur Tabakzigarette bieten. Das steigende Gesundheitsbewusstsein spielt hierbei eine wichtige Rolle. Und wer einmal auf eine E-Zigarette umgestiegen ist, stellt häufig nach wenigen Tagen schon positive Veränderungen seiner Geruchs- und Geschmackssinne fest.